Ja, hallo. Heute mache ich ein Video, ein Kurzvideo, das zeigt, wie man Aloe Vera Blätter richtig erntet. Das hier ist meine Aloe Vera Pflanze. Sie hat bereits wieder einen Blütenstiel gebildet. Sie hat etwa vor kurzem auch hier einen Blütenstiel gehabt. Und wie man sieht, am Stammansatz konnte ich hier schon viele Aloe Vera Blätter ernten. Viele wissen leider nicht, wie das geht und machen mit dem Messer irgendwo quer durchs Blatt einen Schnitt, was man auf keinen Fall machen sollte, da die Verletzung viel zu groß wäre für die Aloe Vera Pflanze. Also richtig erntet man das Aloe Vera Blatt, indem man auf der Seite einschneidet eines Blattes. Man zieht es ein wenig nach unten, man nimmt immer das unterste Blatt, niemals ein Blatt dazwischen. Schneidet oder reißt es auf der Seite ein und kann dann zur Seite weggezogen werden, rund um den Stammansatz. So. Und wenn man das richtig geerntet hat, dann sieht ein Blatt einer Aloe Vera Pflanze etwas so aus. Also hier war sie befestigt am Stammansatz. Und so kann man es auch sehr gut lagern über längere Zeit. Bei etwa plus 5 Grad im Kühlschrank zum Beispiel oder in einem kühlen Keller kann sie gut bis zu 2 Monaten haltbar bleiben. Ja, das wäre schon mein Kurzvideo gewesen. Ich bedanke mich für euer Zuhören und Zusehen und einen schönen Tag.